Laut einem Bericht des Nachrichtenmagazins Der Spiegel erwägt der Internationale Währungsfonds, seine Zahlungen an Griechenland einzustellen. Was die Konsequenzen aus diesem Schritt wären, dürfte jedem klar sein. Doch was dann im Endeffekt am Rentenmarkt passiert, das will ich heute besprechen mit Thomas Metzger vom Bankhaus Bauer. Herr Metzger, wäre Griechenland dann endgültig am Ende, oder? Also die Situation hat sich auf jeden Fall auch durch diese Aussagen noch einmal zugespitzt. Wir haben ja auch die Aussagen laut Medienberichten von Kanzlerin Merkel, dass es eben keine weiteren Hilfen für Griechenland geben soll. Wir sehen ja es auch an den Renditen zum Beispiel für die spanischen Papiere, dass eben die Anleger hier wieder deutlich verunsicherter sind. Wir hatten ja in den letzten ein, zwei Wochen eine deutliche Entspannung. Oder zumindest eine Entspannung. Eine deutliche Entspannung ist vielleicht zu viel gesagt. Was das Thema angeht, werden den Aktienmarkt teilweise deutlich im Plus, die Rohstoffmärkte im Plus, also konjunktursensitive Assetklassen sind gut gelaufen. Und jetzt ist eben das Thema seit dem Grunde letzten Freitag wieder schlagartig zurückgekommen, mit zum Beispiel deutlichen Kursverlusten, was den DAX angeht, mit deutlichen Renditeaufschlägen, was zum Beispiel die spanischen Staatsanleihen angeht. Philipp Rösler meinte am Wochenende noch gegenüber dem ZDF, dass sein Austritt Griechenlands aus der Eurozone längst seinen Schrecken verloren hätte. Heute verliert der DAX knapp 4 Prozentpunkte, als es nur um die Andeutung geht. Wie gravierend wäre also wirklich ein Euro-Austritt Griechenlands? So ganz überraschend würde dieser Austritt oder vielleicht sogar eine, wenn man so will, salopp gesprochen, Pleite Griechenlands ja nicht kommen. Also insofern sind diese Aussagen nicht ganz unbegründet. Es ist vielleicht vielmehr die Angst, die Börsianer plagt, dass die Krise dann richtig auf die anderen Länder überspringt, die im Fokus stehen, nämlich Italien, Spanien. Das ist vielleicht ein Stück weit mehr die Verunsicherung, die noch am Markt herrscht oder die Tatsache, die eben für Verunsicherung sorgt. Man kann eben nicht genau sagen, wie wird sich das Ganze auswirken, aber eine große Gefahr, die man eben immer wieder am Markt spielt oder sieht, ist, dass wir hier dann ein deutliches Übergreifen auf eben Spanien in erster Linie, aber auch zum Beispiel Italien haben. Abseits des Übergreifens auf die Staaten, was wären denn die unmittelbaren Folgen für den Rentenmarkt? Würde hier dann Panik herrschen? Ein mögliches Szenario würde tatsächlich sein, dass wir eben noch einmal deutlich höhere Renditeaufschläge sehen bei den Staatsanleihen aus den genannten Staaten und auf der anderen Seite dann eben die weitere Flucht oder eine vermehrte Flucht in den sicheren Hafen deutsche Staatsanleihen. Die deutschen Staatsanleihen konnten ja in den letzten Jahren, muss man ja schon sagen, deutlich von dieser Angst profitieren, von dieser Verunsicherung profitieren. Und so haben wir dann vielleicht eine noch stärkere Teilung des Staatsanleihenmarktes in den extrem sicheren Hafen, deutsche Staatsanleihen mit extrem niedrigen Renditen und eben noch mehr Verunsicherung in den entsprechenden Staatsanleihen der Peripherieländer mit entsprechend noch höheren Renditen. Ja, Sie haben es schon angesprochen, die höheren Renditen, vor allem heute Spanien auch wieder Renditen von über 7% bei 10-jährigen Staatsanleihen. Wie lange kann man das eigentlich noch durchhalten als Staat? Das ist natürlich sehr schwer durchzuhalten. Am Markt heißt es ja immer wieder, dass die Marke von 6% im 10-Jahres-Bereich zum Beispiel so eine kritische Marke darstellt. Aber die Zinsbelastung ist natürlich ein nicht zu vernachlässigender Faktor in einem Staatshaushalt, insbesondere wenn eben die Verschuldung in Bereichen liegt, die bei 80, 90 oder über 100% des Bruttoinlandsprodukts liegt. Der Blick auf den Rentenmarkt mit Thomas Metzger, Fondsmanager beim Bankhaus Bauer. Vielen Dank für das Gespräch.